Alles klar, geht wieder alles schief. Nein, es kann nicht sein. Habe mir einen Adapter für die GoPro geholt, damit ich damit Audio vernünftig aufnehmen kann. Habe natürlich das falsche Kabel genommen und alles, was ihr gleich seht, ist ohne Ton. Bis dann irgendwann die Akkus alle waren, obwohl sie aufgeladen waren. Dann ging es mit der Kamera weiter, mit der Handykamera, mit der ich jetzt hier das auch gerade aufnehme. Und dann war irgendwann von der Funkstrecke das Mikrofon alle. Also auch Mist. Egal. Ich zeig euch heute eine kleine Holzkiste mit Schwalbe und Zinkenverbindung. Nach einer Idee, die ich mal bei dem Jonas Winkler gesehen habe. Und zwar so eine japanische Werkzeugkiste. Ja, lasst euch einfach überraschen. Einfach ein Projekt aus Resthölzern, aus Abfallhölzern. Ist ja im Augenblick schwierig, Material ranzukriegen. Ich habe Gott sei Dank noch einen Teil da, wollte das jetzt aber nicht dafür verwenden, weil ich einfach mit Schwalbe und Zinken noch nicht das so sauber hinkriege und es ein bisschen üben möchte. Ich warte mal ab, wie es nachher wird und vielleicht baue ich es dann doch nochmal aus Esche, ja, oder aus Buche nochmal neu und dann lasst euch überraschen. Ihr werdet jetzt wenig von mir hören, erst nachher im hinteren Teil des Videos. Und es wird einen zweiten Teil geben, wo dann alles zusammengebaut wird. Allerdings muss ich auch gleich noch sagen, ich bin in den nächsten Wochen beruflich viel unterwegs, so dass dann die Abstände wahrscheinlich jetzt ein bisschen größer werden. Bis dann, aber es kommt wieder. Ciao. Thank you.
Von meiner GoPro war jetzt der Akku alle. Und deswegen muss ich jetzt hier doch wieder mit dem Handy weiter filmen. Ich wollte eigentlich die ganze Geschichte jetzt hier mit der GoPro mal probieren, um zu sehen, wie das geht. Aber es funktioniert nicht. Gut. So, um die Sachen zu sehen, nehmen wir heute die Duzuki. Ich habe jetzt hier jeweils markiert, wo der Abfall ist. Und jetzt sägen wir in diesem Abfall, damit wir da nicht daneben sägen. Ja, lieber ein bisschen nacharbeiten, als zu viel wegsägen. Schön, jetzt hier das selber. Meine Zwinge hatte ich euch schon mal in der Werkzeugstadt-Show gezeigt. Eine einfache Schraubzwinge und ein Bolzen angeschweißt. Hält wunderbar. Eigentlich würde ich jetzt ein Opferholz runterlegen zum Stemmen. Aber ganz ehrlich, so wie die Werkbank aussieht, kann ich mir das auch schenken. Stemmen ist auch nicht komplett durch. Sondern nur so zum Teil. Und dann erst von der einen Seite. Und dann von der anderen Seite. So, jetzt haben wir hier genau den Riss gehabt, konnten da so richtig schön im Stemmeisen reingehen und haben hier gleich eine Führung, dass wir die perfekte Linie haben. Jetzt ist die Kante weggestemmt und wenn wir jetzt stemmen, können wir auf der anderen Seite nichts mehr ausbrechen, weil es ja schon weg ist. Schmale Kante erstmal nur stehen lassen.
kommt jetzt hier in diese Nut rein. Ein Ibischnäppchen, richtig schöne, da ist es, japanische Eisen. Hier vorne, oh, sieht ja schon wieder schlimm aus. Und schief ist es auch. Also nochmal schleifen. Man sieht jedenfalls hier vorne richtig schön die Linie. Ich glaube, ich muss mir doch mal so einen richtigen Nassschleifer holen. Mit der Hand kriegt es irgendwie nicht hin. Hier ist sogar noch, könnt ihr jetzt sehen, so ein Stempel drauf zu erkennen. Bei dem anderen? Nee, bei dem nicht. Aber da ist die Schneide noch besser. Auch schon mal nachgeschliffen. Aber ist doch wunderschön, oder? Ja, wollt ihr sehen? Hier ist er mir jetzt doch ein bisschen nach innen reingelaufen, da werden wir nachher eine kleine Kante haben. Aber ansonsten sieht es schon mal recht gut aus. Ich bin halt mehr der Grobmotoriker, so eine feine Arbeiten.
ist ein bisschen reingelaufen. Okay. Dann passt das. Ja, das Holz ist so weich. Oder liegt am Stemmeisen? Vielleicht kann es mir mal jemand erklären. Hier ist es gut geworden, aber hier, seht ihr, hier sind richtig Löcher drin. Gut, sieht man nachher nicht, weil es ja innen drin ist. Und dann ist es so. Ein kleinen Trick, damit, weil die sind ja nie hundertprozentig präzise. Und wenn man die jetzt anzeichnet, würde es nachher mit Sicherheit nicht richtig vernünftig passen. Deswegen habe ich mir Folgendes mal eingefallen lassen. Okay, das sind die richtigen Seiten. 1, 1, 2, 2, 3. Muss man natürlich auf beiden Seiten aufmachen. 4, 4. Und schon passt es. Schon kann man es nicht mehr verwechseln. Es geht nur noch da und da. Jetzt haben wir uns ja die Zahlen angezeichnet. Jetzt müssen wir nur oft darauf achten, dass wir beim Anzeichnen die Zahlen natürlich auch richtig übereinander legen. Sollte ich noch mal eine Schwalbenschwanzverbindung bauen wollen. Meint ihr so?